Ich habe noch gar keinen Plan, wie das mit dem Agenten ist, ehrlich gesagt. Ja? Ich bin der Fritz. Ich bin der Fritz. Flop. Ich bin ein absoluter Flop, deswegen ich bin der Fritz Flop. So, moin moin, ich bin Fritz Flop. Ich komme aus Deutschland natürlich. Das gute alte Deutschland. Ne? Aber ich glaube, sonst hat sich hier gar nichts geändert, Leute. Also ich sehe hier keine großen Veränderungen. Achso, die neuen Körperdinger. Warte mal, da muss ich mal kurz hier wieder rüber. Die neuen Körperstrukturen. Guck mal, wie der jetzt anders aussieht von der Körperhaltung her. Das ist halt jetzt, ne, die Sapien-Effekte. Macht schon was hin, irgendwie, finde ich. Irgendwie, meiner Meinung nach. Position ist mir eigentlich alles gerade wurscht. Ist nur ein Beispiel jetzt gerade. Ah, gibt's hier Tattoos, Leute. Gab's das? Nee, das ist ja dieses Jahr neu, ne? Gab's nur in Pro Clubs, wenn ich mich recht entsinne, die Tattoos. Wegen Volta, aber jetzt bin ich mal gleich. Da bin ich jetzt mal gleich. Gespannt. So. Ah, auch nicht schlecht, Brain AFK. Ey, ganz ehrlich, mir ist so wurscht, wie der jetzt aussieht. Gib mir jetzt da keine Mühe, es geht nur um die Präsentation heute im Stream. Ne? Und, zack. Ist mir so wurscht, wie der jetzt aussieht, ne? Aber Bart braucht auf jeden Fall. Ich will wissen, was für Tattoos ich machen kann, Diggi. Ja, komm, siehst halt so aus. Ist mir so wurscht. Siehst jetzt so aus, Kollege. Ja, das sieht doch toll aus. Warum eigentlich immer so rothaarig? Nichts gegen rothaarig, aber warum sehe ich eigentlich mal wie rothaarig aus? Kleidung. Trikotärmel. Ja, möchte ich gerne so. Einfach so aus Spaß. Schuhe. Was gibt's denn für Schuhe? Ich kann mich jetzt auch mal wieder zeigen. Nehmen wir mal nicht, machen wir gleich. So, müsste ich hauptweise Nike geben wegen der Partnerschaft? Ja, Schuhauswahl ist mal wieder gigantisch in dem Spiel, ne? Holy moly. Also da gibt es ja mal wieder wahnsinnig viel. Da könnte ich mich wieder stundenlang mit auseinandersetzen. Ich könnte mich nicht entscheiden, deswegen nehme ich irgendwas jetzt. Ist bei mir. Warte mal. Ach ja! Es gibt ja jetzt ja die Brillen, Leute. Es gibt ja jetzt die Brillen. Dortmund macht es aber noch gut gegen PSG, ne? Es gibt ja jetzt die Masken. Was? Ja, nie ist klar, ey. Einfach mal so eine Taucherbrille oder was? Irgendwo gab es auch noch Kopftücher, wenn ich mich recht entsinne. Hier, Kopf? Müsste es nicht Kopftücher oder irgendwas geben? Gab es noch mal Kleidung? Warte mal. Handgelenk. Hm, okay. So. Warte mal. Irgendwo auch diese Brille auf jeden Fall. Ganz klar. Kann man hier die Farbe ändern oder so? Bin gerade zu blöd. Ach, L3 war's. Ah, da kann ich ranzoomen. Konnte man das früher auch schon? Boah, bin ich lost, wenn das nicht ging. Wie geil. So, jetzt bin ich mal Tattoos gespannt, Leute. Anscheinend, ui. Ah, warte mal kurz, lass mal den Ärmel wegmachen. Kurz zur Bekleidung gehen. Ja. Nee, lass, ich will die Arme haben. Gib mir mal wieder die Arme, Diggi. Wo waren das denn jetzt? Bin ich jetzt blöd? Ah, oh, das sieht ja schon geil aus. Kann ich ja ranzoomen? Ja, ranzoomen. Oh, nice. Ich muss mal wieder zum linken, zum rechten Arm.
Ey, das ist doch cool, Leute, oder? Nice. Nur leider hinterm Ärmel so ein bisschen versteckt. Ey, aber cool, dass das endlich mal geht. Da muss aber noch mehr rein. Da brauchen wir noch mehr. Immer mehr, mehr. Linkes Bein sieht man halt nichts, ne? Warte mal, kann man mal rauszoomen, bitte? Ah! Das Knie! Ah, das ist schon cool. Das ist schon cool, muss ich sagen. Ja, voll tätowieren, würde ich sagen. Es hat schon was, Leute. Hätte gerne was im Gesicht noch. Rechter Arm. Warum kann eigentlich der rechte Arm mehr als der linke Arm? Das ist da auch wieder irgendwie... Ist das nicht schon gemein? Ja, das ist doch geil, Leute. Da kann man echt... kann auch gerne noch mehr drin dabei sein, ne? Ja, nice. Ja, das ist unser Flop. Erstmal in die falsche Richtung gehen. Ja, der Rest ist erstmal nicht so wichtig hier jetzt, ne? Also sehr, sehr, sehr geil. Feier ich schon so ein bisschen mit dem... Hier, mit den Tattoos, ne? Ja, Transfer hier, 4 Minuten locker, alles wurscht jetzt erstmal weiter. Ich war noch nie drin in der Spielerkarriere, muss ich zugeben, der Close Beta habe ich ein bisschen vergessen. Ich weiß noch nicht, wie das mit dem Spieleragent jetzt ist, das wird jetzt interessant. Mhm. Ich sag da an euch. Übrigens, morgen 14 Uhr geht's weiter mit dem Stream. Also ich hoffe, dass ich bis dahin mit den YouTube-Videos fertig bin. Dann werde ich den ganzen Tag streamen. Wenn ihr Bock habt, kommt gerne vorbei. Grundlegend erstmal mit Food natürlich. Aber ich wollte auch mal gucken, was wir mit der Karriere machen. Ne? Da bin ich auch noch überlegen. Habe ich noch nicht entschieden, wie wir das machen. Ob ich das streame oder nicht oder was oder wo. Warum kommt da kein Ton? Ich höre nichts. Also ich höre jetzt nichts. Da ist der nächste Bug. Ich habe auch keinen Pegel auf der PlayStation. Jetzt höre ich irgendwelche Männer rumjubeln. Da stimmt irgendwas noch nicht. Ich glaube, da muss was gefixt werden von EA. Also irgendwas stimmt auf dem Ton noch nicht. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch eingestellt oder so. So, im Laufe der Saison kannst du an zahlreichen Aktivitäten teilnehmen, die deinen Lebensstil abseits des Rasens bestimmen. Gib dein verdientes Geld entweder für einen üppigen Lebensstil oder zur Stärkung deiner Fähigkeiten aus. Das kennen wir doch schon. Ist doch nichts Neues, oder? Nö, das ist nichts Neues. Das können wir weitermachen. Ich habe schon gar kein Geld. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz hier umbauen. Und zwar, wir machen das hier dahin. Und die hier machen wir ein bisschen hier runter. Weil, dann seht ihr auch mal, was da noch so zu sehen ist. Disziplin, Freigeist, Teamwork, Freigeist. Ganz klar, Leute. Der floppt! Sonst. Was? Gibt es hier neue Sachen im Shop? Ich glaube nicht. Trampolin, Tanzkurs. Danke dir für deinen Follower, Mo. Kauf eine hochwertige Hybridmatratze. Nimm an einem PR-Kurs teil, nimm an einer Motivation, das ist doch bekannt. Und was geht denn jetzt eigentlich hier ab hier? Ich höre noch ein Tore, also Barcelona rasiert aber auch ganz schön. Bau ein Schwingpool, ja, mache ich gerne. Dein Platz im Team. Ja gut, Trainerwertung kennen wir schon, brauchen wir nicht lesen. Agent, jetzt kommen wir zum spannenden Punkt, Leute. Agent, das kenne ich jetzt noch gar nicht. Präge deinen Weg durch Verhandlungen mit Vereinen. Verbessere deine Position in deinem aktuellen Team oder sieh dich in deinen Weg nach besseren Optionen aus. Neue Saison, neuer Anfang. Und danke dir 77709 für dein Follow. Neue Saison, neuer Anfang. Am Ende jeder Saison wird deine Leistung begutachtet. Vereine, mit denen du verhandelt hast, entscheiden dann, ob sie Interesse an einer Verpflichtung haben. Der Gesamtwert des Vereins und deine Gehaltsvorstellung bestimmen, wie schwierig die Aufgaben sein werden. Vom Erfüllen dieser Aufgaben hängt ab, ob der Verein dich verpflichten möchte oder nicht. Aha, also das ist der Vertrag jetzt mit Kaiserslautern.
kann das mit den deutschen Kommentatoren nur machen, wenn es auch geht. Wenn es halt buggy ist, geht's nicht. Also, ah, guck mal hier. Wenn ich jetzt mehr Kohle haben will, dann muss ich meine Kamera doch wieder verschieben. Also heute ist was los mit der Verschieberei, du. Guck mal, das hier war drin. 12.000 Klöten, ne? Gehalteinnahmen, Wochengehalt. Danke dir für deinen Follower. Aber guck mal, wenn ich jetzt über 16.000 nehmen will. Ah, guck mal, bei 15.000, da sagt schon, ich muss gewonnene Spiele 2. Das ist ja aber nicht viel, oder? Wenn ich auf 16.000 will, dann werden sie schon strenger. Wenn ich jetzt noch mehr haben will. Ja, okay, warum werden sie dann bei 18.000 nicht strenger? Da ändert sich die ganze Leiste unten. Spielerbewertung muss 6,0. Das ist doch gar nicht mal so viel. Bin ich jetzt blöd? Das ist doch nicht mal viel, oder? Hier, Schüsse aufs Tor musst du 11 schaffen. Hier, Pässe per Kopf. Klingt irgendwie so wenig irgendwie. Bin ich jetzt blöd, oder? Das klingt irgendwie so auch null Herausforderung. Erfolgreiche 1 gegen 1 Situation. Heißt das pro Spiel oder pro Saison? Warte mal. Kaiserslautern setzt auf Vielseitigkeit. Die Mannschaft soll sich ohne Ball wohlfühlen und eine gute Balanceangriff und Abwehr finden. Ziel ist es, auf jede gegnerische Herausforderung die passende Antwort zu haben. Erreiche alle Vertragsverpflichtungen um diese erreiche optionale Gehalt, bla bla bla. Aha. Am Beginn der Saison verhandelst du. Tja. 6,0 ist Standard. Ja, anscheinend. Danke dir, FC Bleff. Ich bin mir nicht sicher, ob das Pro-Spiel... Es kann auch sein, dass es Pro-Spiel heißt. Komm noch nicht ganz dahinter, weil in der Saison wäre es ja wenig, ne? Ich mach's einfach mal so 14.000. Aber es ist schon mal geil, dass man ein bisschen verhandeln kann, oder? Das habt ihr euch doch so gewünscht. Warte mal, R1. Möchtest du am Saisonende zu einem anderen Club wechseln? Wähle dein Wunschteam und konzentriere dich darauf, den Transfer in der Tat umzusetzen. Ich mach's mal, auch wenn ich Kaiserslautern nicht verlassen will. Mein Ziel ist es, ich möchte gerne Bundesliga spielen. Machen wir es einfach mal so just for fun, so einfach mal, ne? Ich möchte gerne bei... Keine Ahnung, ich möchte gerne zu Leverkusen. Das ist mein Wunschteam. Aha, ich möchte da gerne mehr Gehalt auf jeden Fall. Das sieht aber auch nicht so schwer aus. Da bin ich jetzt blöd. Ja, also es wirkt aber jetzt noch nicht, als wäre es so schwer, ehrlich gesagt. Oder bin ich jetzt blöd? Für mich ist es wahrscheinlich schwer, ich kenne mich. Aber es wirkt jetzt nicht so schwer. Empfehlungen. Ach, guck mal. Was du jetzt brauchst, sind Transfersempfehlungen. Dein Agent hört sich um und entscheidet, was für deine Zukunft das Beste wäre. Okay. Ist das jetzt alles bestätigt oder was? Scheint alles bestätigt zu sein. Aha. Anscheinend ist bestätigt. Wie es aussieht, Leute. Ja, ich kann mir wohl schon 2 Playstyles geben, wie es aussieht. Also jetzt kannst du dir sogar schon direkt 2 Playstyles geben. Manche sind auch gesperrt. Trivella, Außenrisspässe, akrobatisch, Volley, First Touch, Tricks, Powerschuss. Powerschuss, vielleicht gar nicht so schlecht. Angeschnittener Schuss, Wunderball, entscheidende Pässe. Was bin ich denn? Stürmer bin ich doch, oder? Ich hätte gerne noch irgendwas wo man so ein bisschen... Ja, Bewegung wäre vielleicht nicht schlecht hier. Gewährt die Fähigkeit, einzigartige Boden mit Spezialbewegung Flick und Spezialbewegung auszuführen. Führt Lupfer schneller aus. Ist bei der Ballannahme weniger fehleranfällig. Ja, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wow, 2 Grüne. Ich weiß nicht, ob das sogar passend ist, aber gut. Ich glaube, die darf ich auch jederzeit ändern. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, darf ich jederzeit ändern. Die können wir mal kurz gucken. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz. Mein Pro. Persönlichkeit. Ich darf die jederzeit ändern. Das ist aber cool. PSG 2-0. Das ist aber bitter. Ja, haben wir vorhin gemacht, Barak. Werde ich auch noch in einem Video zusammenfassen, auf YouTube.
Gut, dass mit den Skillpunkten kennen wir ja eigentlich schon, ne? Da kannst du ja wieder alles hier freischalten. Da hat sich auch nichts groß getan. Wie du schon merkst, meine Karriere. Da gibt es hier die ganzen Stats. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück und gehen mal auf Agenten. Was macht der da jetzt? Der hat irgendwas aufgeleuchtet, oder? Ich geh mal kurz zurück. Was hast du denn aufgeleuchtet? Gar nichts. Irgendwas hat er doch gerade aufgeleuchtet. Also ich krieg jetzt 14.000, aber ich muss auch irgendwie meine Sachen hier machen. Empfehlungen hat er noch keine. Aktivitäten. Gut. Ich klicke jetzt einfach mal weiter und guck, was passiert, Leute. Ich habe keine Ahnung. Da habe ich hier Training, kann ich überspringen und wieso, was kann ich hier beim Training jetzt machen? Standard, oder? Da hat sich nichts groß getan. Ach, guck an. War das nicht immer anders, Leute? Aber es ist immer noch so mit dem, wenn du es A erspielst. Gentleman, danke für deinen Follower. Ja, beende mal, ist mir jetzt gerade egal. Ah, jetzt gibt es auch die Investitionen. Und da gab es die gerade eben schon? Nee, gab es noch nicht. Eine Handy-App, bla bla bla. Kleeblatt, danke für deinen Follower. Ja, und jetzt bei dem Spieltag, bin ich da jetzt dabei? Ich sehe doch gar nicht, dass ich dabei bin, oder? Highlights? Ach, gibt's jetzt auch? Was? Nee, hier gibt's leider den Zuschauermodus, gibt's nur im Karrieremodus. Komplett nur im Karrieremodus. Leute. Clement hatte schon ein Gesicht, oder? Was hat mich gerade ein bisschen erschrocken. Was war das denn gerade? Sind wir Spieler des Spiels geworden oder warum haben wir die Trophäe in der Hand? Ich hab doch nicht mal gespielt, Diggi. Ja, ich habe ein. Ja, super. Läuft ja toll, Leute. Ich bin einfach mal Spieler des Spiels. Gut, dann spiele ich nicht mehr, wenn es in Zukunft so gut läuft. Aber die Aufnahmen sind schon sehr geil hier mit Durm und so. Das sieht schon Clement da hinten. Das ist schon sehr geile Aufnahmen. Nur irgendwie keine Geräusche wieder im Ohr. Irgendwas stimmt da noch nicht. Ich glaube, das muss man noch mal fixen. Bestimmt mit dem ersten Patch oder so macht das EA. Ich finde, das sieht alles sehr schön aus, muss ich sagen. Ich würde gerne wissen, was der Agent mir noch empfiehlt. Da! Guck mal! Der Agent, was er mir empfiehlt, Leute. Er empfiehlt mir Monaco. Why? Als Laie, als Monaco will über die Außenbahn für Gefahr sorgen. Die Mannschaft versucht den Ball möglichst bla bla. Hier findest du Empfehlungen. Ja, aber was für eine Empfehlung? Soll ich da hinwechseln jetzt? Nö. Ah, das ist jetzt so ein Wunschverein. Okay. Den kann ich jetzt festlegen als Wunschverein. Dann ist es nicht mehr Leverkusen. Okay. Oh, es hat was. Okay. Ja, man kommt wieder zu schnell in die Startelf. Das könnte vielleicht noch ein Problem werden. Das stimmt. Aber ich glaube, sonst gibt es gar nichts Neues, oder? Spieler bearbeiten. Ja, die Pro-Kamera, ja, was heißt die Pro-Kamera? Da hat sich ja nichts groß getan. Das Einzige, was bei der Pro-Kamera anders ist, ist, dass wenn du dann irgendwie was Besonderes hast, einen besonderen Moment, dass es dann wie beim Powershot eben ranzoomt. Das ist ja nichts groß anderes. Da können wir mal reingehen. So. Ziele. Ja, mach was ihr wollt. Ich verkack's wahrscheinlich eh. Uff, ist das jetzt die Pro-Kamera? Warte, ich muss mal kurz gucken. Wisst ihr, was mich auch noch so unfassbar nervt, ist visuell. Ich hätte gerne
Spielername hier, genau. Und Kamera, da steht jetzt Koop, aber gibt's keine, gibt's ja nur die taktische, frühere Spiele, taktisch. Aber warte mal, Quatsch! Pro? Taktischer Fokus. Ja, ja, okay, taktischer Fokus ist drin. Mhm. Das ist die neue. Es sieht irgendwie grafisch ziemlich geil aus. Kommt mir das jetzt nur so vor. Ey, hat mich umgehauen, der Peter. Ach, du geiler Hengst. Ja, läuft, ne? Jetzt muss man hier gucken. Es sieht eigentlich echt cool aus. Barcelona 5-0, das ist mal Ansage. Warte, ich bin ja Stürmer. Ich muss mal. Wo konnte ich nochmal sagen, dass er von alleine dahin läuft? Auf X, ne? Nö, macht er gar nicht mehr. Ach, Doppelpass, 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 Doppelpass. Ja, Mann, jetzt hat er. Wow, dafür, dass ich jetzt einen Playstyle für Powershot habe, war das scheiße. Irgendwie wirkt das aber immer noch so verkrampft irgendwie. Das, guck mal, was machen die denn da? Die CPU wirkt immer noch so irgendwie so komisch dabei, finde ich. Deswegen spiele ich nicht so gerne Spielerkarriere, weil die CPU da immer so komisch ist. Ey, ich meine, Tattoo ist aber schon geil, Leute, oder? Und die sind ganz geschockt. Die Türken. Oh, das, warum leckt das hier gerade so? Ja! Dirk Schuster sieht sich aber auch realistisch, oder? Oh, Puchas kommt rein. Was ist denn jetzt passiert? Ich glaube, wir spielen aber nur... Auf was spielen wir jetzt? Auf Profi? Auf Amateur? Ich weiß nicht mehr. Ja, zweimal Fehlpass. Gönn doch mal, Fritz. Ist auch so ein Flop, ne? Profi? Also passend scheint nicht unser Ding zu sein. Oh, Chivchi! Stimmt, der spielt doch jetzt da, war das, oder? Nee, ist ein anderer Chivchi, glaube ich. Chivchi spielt zweite Liga Türkei, der spielt nicht mehr in FIFA. Der ist nicht mehr in FIFA. Das ist erste Liga. Warum zu mir? Ja, Flop ist eine richtige Maschine. Und Traumpass. Ah, ah. Aber ich finde immer noch, dass die CPU ein bisschen weird ist, oder? Ich weiß nicht, kommt mir so vor. Wie findet ihr diese neue Kamera eigentlich? Die Taktikkamera? Die soll ja laut EA inspiriert sein von vielen verschiedenen geliebten Kameras. Man kann sich auf jeden Fall daran gewöhnen. Ich spiele trotzdem am liebsten mit der Koop. Müsste ich haben? Komm, wir sind groß, ja. Warum macht er sowas? Geht drauf!
Die trifft nicht. Ja, läuft. Ich würde mal sagen, wir müssen mal noch gewinnen hier gleich Abpfiff. Oh, Raschel. Ja. Komm, kann. Das war gar nicht geplant, aber okay, gut, gut. Puchi, komm. Flanke. Die kann er besser. Komm, Raschel. Oh, Flanke wäre so gut gewesen, ein bisschen früher. Ah, furchtbar kannst du leider nicht sagen im Offline-Bereich. Im Online-Bereich bleibt es wie FIFA 23. Furchtbar. Oh, der Flop macht mal richtig geilen Sprung hier, Leute. Rasiert. Ah, die Animationen sind so schön, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. So herrlich. Das mag ich auf jeden Fall, die Animation. Moin, Hinti. Scheiße, nur ein 1-1. Schweinerei. Sonne sah auch geil aus da jetzt, ne? Spielerbewertung 9,5, ja läuft. Easy. Easy. Ich bin direkt zu Leverkusen schon gewechselt. Wieso hat Celtic Glasgow bitte zweimal rot gesehen? Was ist da passiert? Holy moly, Leute. Ist das eigentlich cooler gemacht? Ah, nee, das ist immer noch genauso. Da hat man nichts geändert.